Hallo und herzlich willkommen. Ich weiß jetzt, wo wir hin müssen, um Samaras Tochter, zumindest das Opfer ihrer Tochter, zu finden, das sie ja irgendwie ausgesaugt hat sogar. Nämlich hier in den Apartments natürlich. Da müssen wir jetzt leider raus aus dem Afterlife. Das heißt, ja, wir haben ja ein bisschen Spaß gehabt hier, haben die Musik genossen. Mehr nicht, aber wir hätten auch ein bisschen tanzen können, das hätte ich euch vielleicht auch zeigen können. Aber ja, ich wusste auch jetzt nicht, weiß jetzt auch nicht genau, wo wir dies können. Jetzt muss ich nach links, genau. Ah. Was können wir hier mit Ish reden? Miranda Lawson. Dachte ich's mir doch, dass Sie das sind. Hallo Ish. Lange nicht gesehen. Brauchen Sie was? Nun, wenn Sie so freundlich wären, könnten Sie über einen Vorschlag nachdenken, den ich Ihnen unterbreiten möchte. Ich brauche fähige, vertrauenswürdige Leute, die für mich ein kleines Geschäft erledigen. Natürlich nichts Illegales und gut bezahlt. Ich höre zu. Ich bin im Informationsgeschäft. Spezialgebiet An- und Verkauf von geheimen Materialien. Es ist nicht illegal. Ich brauche nur jemanden, der Päckchen an bestimmten Orten abholt und hierher zu mir bringt. Das mache ich. Meine Kontakte benutzen spezielle Zielpunkte. Sie müssen außerhalb von Marabs Geschäft auf der Citadel nachsehen und im Inneren der Eternity Bar auf Ilium. Suchen Sie nach allem, was ein Datenpaket enthalten könnte und bringen Sie es dann zu mir. Ja, das kann man schon mal nebenher machen, wenn man was findet. Man öffnet sich langsam und mal sehen, was wir da auffinden in den Apartments. Wo geht's hin? Geht's da lang oder? Omega-Markt. Können wir natürlich mal stöbern. Alien-Zeitschrift brauchen wir wohl ja nicht. Waffen-Upgrade können wir uns einmal holen. Das ist wertvoll. Auch wenn wir vielleicht gar nicht die Sturmlaufgeschwindigkeit. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Holster, Nahkampfschaden, 25%, auch 25% ist schon viel. Und wenn wir da wieder diese nervigen Husks vor uns haben, ist das vielleicht schon mal nützlich. Jetzt nochmal auf der Karte gucken. Ja, wir müssen nämlich da hinten hin. Gut. Da stehen schon welche. Was ist jetzt hier? Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meine Neffe ermordet, meinen Schatz. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich bin jetzt ganz allein. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich bin hier, um zu helfen. Ist es wichtig, wer mich geschickt hat? Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neffe tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist fort. Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Die Schminke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. Oh nein, jetzt muss ich auch noch die Schminke neu auftragen. Hören die schlechten Nachrichten denn nie auf? Verdammt, wir gehen, glaube ich, in falsche Richtung. Ja, richtig. Was Neff, gibt's denn hier? Ich schicke dir dieses Hologramm von dem Elcor-Künstler Forta. Seine Arbeit ist erhaben, aber sieh sie dir nicht zu lange an, sonst wirst du wahnsinnig. Ich will nicht, dass der Irr... Neff hat das gemacht.
Galerie hat mir 4 Jahresgehälter dafür geboten, aber ich würde mich nie davon trennen. Okay, scheinen wertvolles Teil zu sein. Ältesten Eintrag anzeigen. Hey, Tagebuch. Zyklus 34, Orbit 671. Es gibt viel zu bequatschen. Ich habe ihr Roots Namen gesagt und sie haben mich in den VIP-Bereich des Afterlife reingelassen. Alle haben mich angestarrt, ganz sicher. Plötzlich fängt neben mir eine total schöne Asari an zu tanzen. Sie bewegte sich wie Wasser. Immer in Bewegung, ständige Veränderung. Aber doch klare Formen und fester Körper. Ich bin in Trance. Dann habe ich mit ihr getanzt. Später haben wir was gegessen und ich werde sie morgen wiedersehen. Holo-Tagebuch schließen. Das ist das Werk von Morinth. Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesem bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Sie tötet durch Sex und ich habe nicht vor, mit ihr zu schlafen. Sie sind vielleicht zu Recht so unbedacht, Shepard. Aber Vorsicht ist hier durchaus angebracht. Morinth kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Das klingt eher nach einer hochentwickelten Killerin als nach einem Wesen mit Gendefekt. Den Zustand gibt es schon, seit mein Volk sich nachts am Feuer versammelte. Vielleicht ist es eher eine Art Symbiose als ein Defekt. Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Dann müssen wir sie also rauslocken. Genau. Shepard, Sie lesen meine Gedanken. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint Ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Wir verlieren Zeit. Nichts wie hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. Na toll. Okay. Wir müssen... ja. Wir müssen als Köder dort arbeiten und... obwohl wir wissen damit, dass sie sehr gefährlich ist, scheint sie trotzdem noch eine Gefahr darzustellen und uns trotzdem verlocken zu können und sowas, ja. Das ist natürlich schon hart, wenn das trotzdem, dass wir das wissen, immer noch passieren kann. Wir sind ein Krieger und was für einer. Retter der Galaxie vielleicht bald, ja. Und wie kommen wir jetzt in den VIP-Bereich, in den VIP-Bereich? Da ist bestimmt nur ganz anders. Ja, ach, verdammt. Oder muss ich da so lang? Weiß es gar nicht. Vielleicht gehe ich einfach mal da lang oder ich muss wieder zurück. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, ich versuche es einfach mal da lang. Vielleicht gibt es da zwei Wege. Wir sollten vielleicht doch mal die Forschung machen, dass wir schneller laufen können. Gut, im Morden könnt ihr uns dann die Sachen auch herstellen. Es könnte sein, dass wir dann wieder nicht einen Kampf sehen in diesem Part. Und wo sind wir jetzt? Unter der Ebene im Afterlife. Da kommen wir aber trotzdem noch lang. Gut. Und... ach nee, wir können nur da lang. Aber es sieht, glaube ich, trotzdem nicht so schlecht aus. Ja. Komische Viecher. Ja, ist der Glut. Ja, wir sind gleich da. Ist noch nach links. Ah, da ist der VIP Only. Wir müssen da rein, Türsteher. Was wollen Sie hier? Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Was wollen Sie hier?
Ich will überhaupt nichts. Sehen Sie sich den Mainfloor des Afterlife mal an. Wird Ihnen gefallen. Verdammt, ich muss aber da rein. Was wollen Sie hier? Echt, ja. Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Ja, Root. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Toll, dass man das im VIP-Bereich gesagt bekommt. Dass das nötig ist, ist natürlich auch sehr vertrauenserweckend. Vertrauenserregend, ja. Apropos Regen. Sie müssen allein reingehen. Lawrence wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen sie subtil dafür, dass sie sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge ihnen unauffällig. Und wenn sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für sie vorbereiten. Und wenn sie nicht aufpassen, werden sie das sogar wollen. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morins ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind der Einzige, bei dem ich mir das überhaupt vorstellen kann. Oh, jetzt erinnere ich mich wieder, dass dies nämlich verdammt schwer war. Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Dieser unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Ich habe keine Tickets. Wenn Sie welche besorgen können, lasse ich was springen. Das werden wir aber nicht. Komm, sei doch nicht so. Ich habe Credits. Wir könnten zu mir gehen. Ich hab's gern einfach. Zieh Leine, Arschloch. Ich bin Tänzerin, keine Nutte. Du hast ein großes Mundwerk. Das würde ich zu gern mal in Aktion sehen. Ich gehe jetzt. Gute Idee. Lassen Sie mich und mein Baby allein. Das war aber nicht nötig. Für nichts. Kein Problem. Mann, hier können wir leider nicht mehr tanzen. Normal können wir das. Moment mal, irgendwo können wir das sicher. Hey. Ja, genau. Hey. Wollen Sie tanzen? Sehen Sie mal. Wow. Nein, danke. Mir reicht die Musik zum Glücklichsein. Ah ja. Was gibt's denn noch? Ich liebe diesen Laden. Ich liebe jeden, der hier ist. Ich liebe sie. Kennen Sie jemanden? Was darf sein? Gratis Drinks für alle. Auf mich. Im Ernst? Es sind heute Abend eine Menge Leute hier. Das wird nicht billig. Ich hab's gesagt. Gehen wir's an. Alle mal herhören. Die nächste Runde geht auf diesen feinen Gentleman hier. Wow, feiner Gentleman. Nochmal, hi. Ich hab schon gesagt, dass ich sie liebe. Wir müssen jetzt natürlich eigentlich hier die Leute, ich meine die Asari sie anlocken. Geraten bestimmt oft in Kämpfe. Hier sieht man heute, ist ideales Jagdwetter. Wir überfallen sie in der Gasse. Solange sie nicht für Aria arbeiten, ist alles in Ordnung. Wir müssen genug Credits zusammenbringen, um Hink nicht ständig an den Hacken zu haben. Hey, was glotzen Sie so? Ja, so wieder groß. Wollen Sie jemanden in einer Nebengasse überfallen? Würde ich mir gut überlegen. Sie haben zu viele Filme gesehen, kleiner Mensch. Los, hauen Sie ab. Wann locken wir die Asari endlich an, verdammt? Hallo, ich brauche dringend Hilfe und weiß nicht, wen ich fragen soll. Sie sind ein Mensch und scheinen nüchtern zu sein, also sind Sie der Richtige. Können Sie mir helfen? Was für Hilfe? Meine Freundin Moiral schreibt einen Artikel über die Gangs auf Omega. Sie hängt mit Florid rum und der ist der schlimmste von allen. Ihrer Freundin könnte was zustoßen.
Richtig. Und das wird auch passieren. Florid hat nämlich alles rausbekommen. Seine Gang ist auf dem Weg hierher und sie werden sie übel zurichten. Ich muss ihr schnellstens eine Nachricht übermitteln. Was soll ich für sie tun? Sie und ich, wir haben einen Code. Wenn sie rübergehen und zwei Worte zu Florid sagen, weiß meine Freundin, was los ist und wird sich absetzen. Die beiden Worte lauten Terminal und Ewigkeit. In dieser Reihenfolge. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das tun werden, sonst überlebt sie es nicht. Das kriege ich hin. Danke. Vielen Dank. Nicht vergessen, Terminal und Ewigkeit. In der Reihenfolge. Machen Sie einfach einen Satz draus. Verdammt, das muss ich mir merken. Das müssen wir wirklich merken. Sie atmen in meinem Drink. Terminal, Ewigkeit, Terminal, Ewigkeit, Ewigkeit, Terminal. Verdammt. Danke. Brauchen Sie was, Mann? Mein letzter Verdammt, das war falsch. Ewigkeit her. Schön, dass wir drüber geredet haben. Gehen Sie weg. Es funktioniert nicht. Das wird Morins Interesse nicht wecken. Sie ist vor einiger Zeit gegangen. Ihre Abwesenheit ist körperlich spürbar. Ich muss sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut suchen. Sie verzeihen, dass ich darüber nicht sprechen möchte. Gehen wir zur Hauptebene des Afterlife zurück? Ich möchte mich noch ein wenig umsehen. Sagen Sie Bescheid, wenn wir aufbrechen können. Ja, okay, komm, gehen wir gerade. Das wird Morins Interesse. Ja. Ich muss sie zu einem späteren. Mit Leertaste könnt ihr das nämlich überspringen. Sie verzeihen, dass ich darüber. Dann los. Wir haben es leider nicht geschafft, ey. Ich wusste nicht, wie ich das down soll. Okay, es war ein bisschen fail mit dem Terminal und Ewigkeit. Da habe ich zu schnell geklickt. Es tut mir sehr leid. Das war echt ein bisschen blöd. Ja, dann sehen wir es im nächsten Part wieder. Nicht mit so großen Fails, hoffe ich. Bis dann.